So ist das für mich jetzt angenehm. Für euch kann ich es noch ein kleines bisschen lauter machen im Vergleich zu meinem Mikrofon. Und dann schauen wir uns jetzt mal Angels of Death an. Da bin ich richtig gespannt. Pixel-RPG ist es. Nicht unbedingt Geschmack für jeden. Auch nicht unbedingt meiner, aber es gibt doch einige Pixel-RPGs, die mich sehr angesprochen haben, wie zum Beispiel To the Moon. Und allgemein alles, was von Dings kommt, von Freebird. Und bei Angels of Death habe ich mir die Netflix-Serie angesehen und fand die richtig geil. Das Problem dabei ist natürlich jetzt nur, dass ich jetzt schon den ganzen Plot kenne und die ganzen Twists und Wendungen kenne ich jetzt leider schon. Aber ich bin trotzdem sehr gespannt. Okay, die Maus kann ich scheinbar gar nicht gebrauchen dabei. Ah ja, Controls. Movement, Arrow Keys. Gut. Shift ist zum Rennen. Decide Talk Check. Also Leertaste dafür vielleicht eher. Ich schaue gerade, welche Einstellung mir am liebsten ist. Cancel Menu, Escape. Numpad kann ich gar nicht verwenden. Das brauche ich für andere Sachen. Exit Game, Alt und Enter. Reset Game. Okay. Exit Game, Alt F4. Reset Game, F12. Game Settings, F1. Game Settings, klingt gut. Vielleicht kann ich es ja doch auf Vollbild machen. Da kann ich wieder alles umstellen. Also, F1 kann ich jetzt schon? Oh ja, kann ich tatsächlich. Reduce Screen Flickering. Wozu ist das gedacht? Ich lasse das erstmal kurz aus. Play BGM and ME. Play BGS and SE. Alles klar. Launch it full screen. Ach Leute. Jetzt habe ich es mir so zurechtgeschoben. Ich glaube, ich lasse das jetzt so. Gamepad. Ja, Gamepad habe ich jetzt abgesteckt. Egal. Pfeiltasten, Shift, Leertaste, Escape. Das ist das, was ich wissen muss, richtig? Alt und Enter wäre jetzt Fullscreen-Toggle. Verdammt. Egal. Ich bin mal gespannt, wie nah die Netflix-Serie an das Original hier rangekommen ist. A blue full moon. Is it night? Wo bin ich? Ich kann ja versuchen, es zu übersetzen, wieder wie bei One-Shot. Aber mal sehen, ob ich das die ganze Zeit aufrechterhalten kann. Ich war in einem Krankenhaus. Ah, stimmt. Ich bin mir ziemlich sicher, ich war in einem Operationssaal? Medical Examination? Nein, ich glaube nicht, dass das Operationssaal ist. Egal, ich muss mich auf jeden Fall beeilen und Mom und Dad finden. Rachel Gardner, Ray. Seltsames Mondlicht erfüllt den Raum, erleuchtet den Raum. Was für ein blauer und schöner Mond. Er sieht nicht mal echt aus. Da ist ein weißer Stuhl. Okay, dann verlassen wir das mal. Das ist nicht dasselbe Krankenhaus wie vorher. Da hast du recht, Rachel. Es sieht aus wie ein Tor, aber es ist verschlossen. Irgendwas ist auf die Wand geschrieben. Oh Gott, jetzt kommt... Es kommt kompliziertes Englisch auch noch dazu. Wer seid ihr? Und das zu wissen, musst du selbst herausfinden. Ist es dein wahres Selbst?
oder das selbst, das du dir erwünscht. Ein Engel, ein Opfer. Kenne dich selbst und das Tor soll sich öffnen. Biblisches Englisch, holy shit. Ja, super zum Vorlesen. Da ist eine Maschine mit einer Karte drin. Es sieht so aus, als ob man die Karte nicht rausnehmen kann. Sieht aus wie eine Sicherheitskamera, die an die Decke angebracht wurde. Da ist ein abgeschalteter Computer. Ich denke mal, hier finden wir nichts. Okay, da können wir nicht rein. Das ist dann auch nur eine Sicherheitskamera, ja. Können wir hier irgendwas... Sieht so aus wie ein Spiegel. Aber die Reflexion ist... Ich weiß nicht, was absent bedeutet. What? Oh, der Spiegel funktioniert. Die anderen nicht. Aha. Deine Reflexion wird im... ist im Spiegel zu sehen. Nur mein normales Selbst. Computer ging an. Der Computer hat sich automatisch angeschaltet und startet irgendeine Art von Programm. Der Infobildschirm ist jetzt offen. Enter Data. Bitte antworte folgendes. Name? Rachel Gardner. Alter? 13. Was tust du hier? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in einem Krankenhaus war. Und als ich wieder zu mir kam, war ich hier. Wieso? 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 Wieso das Krankenhaus? Wieso ein Krankenhaus? Ich habe jemanden gesehen. Ich habe jemanden sterben sehen. Es ist genau vor mir passiert. Also wurde ich hier zur Überwachung hingebracht. Was wirst du jetzt tun? Diesen Ort verlassen. Ich möchte meine Mom und meinen Dad wiedersehen. Eintrag vollständig. Distributing Play Start Keycard. Aha, eine Karte hängt heraus. Ich habe eine Karte bekommen. Komme ich hier raus, wenn ich das benutze? Aber ich frage mich immer noch, was bedeutet das, Play Start? Ah, hier. It appears to be... Ah ja, genau. Ich... Sieht so aus, als ob hier eine Karte, eine Schlüsselkarte eingefügt werden muss. Items in deinem Inventar können an speziellen Orten verwendet werden. Wenn ich sie aus meinem Menü wähle. Aus meinem Menü? Ah, aus Escape einfach. Okay, nee, ich wurde schon wieder mit der Maus. Inventar. Inventar. Handtasche. Ah ja, enthält ein Nähset und etwas, das in einem Taschentuch eingewickelt ist. Da weiß ich auch schon, worum es sich dabei handelt. Okay. Ja, es nimmt einiges am Mystery weg, wenn man es schon kennt, aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, finde ich es ganz cool. Fällt mir bis jetzt. Und da ist der Aufzug. Dieser Aufzug
Es hat nur einen Schalter. Das ist seltsam. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich hier in einem Keller bin. Das Mädchen auf der untersten Etage, Cerebi, ist ein Opfer. Wurde zum Opfer erwählt. Alle Ebenen, bitte bereitet euch vor. Ab hier beginnt die Play Area. Das Tor wird sich nun öffnen. Diese Ankündigung gerade, was hat das zu bedeuten? Eine Sekunde. Hat mich gerade einer angeschrieben, habe ich mal jetzt schnell geantwortet. So, diese Ankündigung gerade, was hat das zu bedeuten? Okay, sieht so aus, als ob der Fahrstuhl auf eine obere Etage führt. Er hat nur einen Knopf. Hold off, take the elevator. Nehmen wir den Aufzug. Ich weiß auch schon, wo wir hinkommen. Ich bin mal gespannt, wie hier... Genau. Etage B6. Ich bin mal gespannt, wie das alles umgesetzt ist. Der Aufzug hat angehalten. Bin ich in einem Gebäude? Irgendwas stimmt hier nicht. Jedenfalls, egal. Wo ist der Weg nach draußen? Okay, fliegen über den Müll herum. Da steht B6. Ja, großer Container mit Müll. Ich gehe mal über den Zebrastreifen. Ach, da komme ich raus. Ich sollte mich beeilen. Das ist ein Poster. Es ist too tattered to make out. Zu zerknittert, um zu erkennen, was drauf ist. Ich kann mich nicht an diesen Ort erinnern. Wieso? Wieso bin ich hier? Da ist eine Zeitung. Wird es mir irgendetwas über diesen Ort hier verraten? A reckless murder. Und data redacted. Der Körper eines Mannes wurde gefunden. Street redacted in state redacted. Okay. Alles ausgeschwärzt. Die Informationen. Die Leiche hat tiefe Wunden, die scheinbar durch eine scharfe Klinge zugefügt wurden. Es wird als Mord betitelt. Ja, würde ich auch sagen. Seit letztem Monat gibt es eine Reihe von Morden, die an diesem Ort stattgefunden haben, in diesem Staat, State, whatever. No association or similarities have been drawn with the victim, so ein nearby residents are asked to exercise caution. Ein Artikel über einen Mord. Es sieht so aus wie eine Sackgasse, wie nennt man das denn? Back Alley. Wie eine Gasse einfach. Ich habe ein bisschen zu viel Angst, um dort entlang zu gehen. Da steht Lame. Hier ist wieder haufenweise Müll. Abgesperrt. Das kann nicht sein. Das ist der Keller eines Gebäudes. Ja, die Tür ist verriegelt. Hier steht auch alles zu. Geht das hier weiter? Muss ich da lang oder muss ich erstmal hier lang? Die Tür ist verschlossen. Ja, okay, da muss ich links entlang.
Oh, ich kann auch hier rein. Das ist eine große Schaufel. Sieht zu schwer aus, um sie zu tragen. So, jetzt müssen wir doch gleich unseren Best Buddy hier treffen, oder? Ist abgeschlossen. Aber kein Schlüsselloch zu sehen. Ein Notausgangsschild. Daneben steht Aufzuggang. Ist das der Aufzug? Ist der Aufzug da drin? Aber es lässt sich nicht öffnen. Da ist nicht mal ein Schlüsselloch. Wie soll ich das bitte aufbekommen? Ich muss einen Weg finden, diese Tür zu öffnen. Ich sollte mich hier vielleicht ein wenig umsehen. Können wir jetzt vielleicht die Schaufel mitnehmen? Um die Tür aufzuschlagen? Nee, sieht immer noch zu schwer aus. So, hier haben wir ja die eine Tür. Was steht denn hier? Damit können wir nichts machen. Ja, die Tür ist auch noch abgeschlossen. Da geht's auch lang. Oh. Oh, wait. Erstmal kurz nachschauen. Hier gab es ja noch eine Back Alley, ob ich hier jetzt auch rein kann. Ja, okay, kann ich. Hier möchte ich mich nämlich zuerst umschauen. A Back Alley Murder. On Date Redacted. Yet another body was found on Street Redacted and State Redacted. A nearby resident was found in the town's back alley. It's believed to be a teenage boy, but his identity is unknown. The body sustains several lacerations and the incident is being treated as one of the several serial murders. Serienmorde. Okay, das sind Spuren von rotbraunen Flecken. Vermutlich Blut. Es riecht nach Blut, ja. Da ist etwas in dem Loch. Ich habe einen Schlüssel bekommen. Zu welcher Tür dieser Schlüssel wohl gehört? Die Tür vorher, die hatte ja gar kein Schlüsselloch, also muss es für eine andere Tür sein. Ja, das wird dann wahrscheinlich die unten rechts gewesen sein. So, ich wollte nämlich erstmal jetzt hier rein. Weil hier oben habe ich die Taube gesehen. Zumindest sah das aus wie eine Taube, die dort oben drauf saß. Okay. Das passt zumindest. Das konnte ich öffnen. Das ist wie ein Storage-Kabinett. Aber es ist fest verschlossen. Okay. Uniformen. Angeschnittene Uniformen darin. Irgendwelche Drogen, okay. Da ist wieder Blut. Ich will hier jetzt raus. Okay, okay. Gehen wir auch sofort. Hier scheint es lang zu gehen? Nee. Doch. Ich muss nur Leertaste. Die Box enthält nur Müll. Das Einzige, das übrig ist, ist eine große Box. In der großen Box ist eine kleine Tüte mit Snacks. Was für eine Verschwendung für eine so große Box, dass sie leer ist. Oh Mann, es sieht so aus, als ob sogar ich da. Also sogar ich da reinpassen würde. Ja, das ist schon ein guter Tipp für das, was noch kommt. Das ist dann wahrscheinlich die Kiste, in der ich mich verstecken muss. In der Ratchet sich hier versteckt.
Okay, dann gehen wir jetzt mal hier lang. Da oben, das müsste nämlich die Taube sein, glaube ich. Eine Glasflasche. Der Inhalt wurde bis zum letzten Tropfen leer getrunken. Garbage Can. Vögelchen. Ein Vogel zwitschert aus einem Loch auf dem Dach. Vielleicht kommt es raus, wenn ich ihm etwas zu essen anbiete. Ja, stimmt. Gut, gut, dass ich mich dann erst nochmal umgesehen habe, dass ich hier alles jetzt habe dafür. Bag of Snacks. Wird es das essen? Ich öffne die Tüte mit Snacks. Da kommt das Vögelchen. Ist es verletzt? Einer seiner Flügel ist mit Blut beschmiert. Hey, hast du Hunger? Gut, iss alles auf. Du bist so hübsch. Aber seinen Hunger zu sättigen, wird ihm nicht helfen zu fliegen. Ich werde dafür sorgen, dass es dir besser geht. Alles klar. Halt still. So, jetzt sollte es wieder gut sein. Aber ich mache mir Sorgen, also kommst du mit mir mit. Verletzten Vogel erhalten. Okay. Oh. Es kommt aus dem Übergang auf der anderen Seite. Was war das für ein Sound? Was war das für ein Geräusch? Es hat dem Vogel Angst gemacht. Oh. Der Zugang. Nein, ich muss hier raus. Vögelchen. Alles ist gut, du brauchst keine Angst zu haben. Warte. Oh nein, ich weiß, was jetzt kommt. Du brauchst keine Angst zu haben. Jetzt verlassen wir diesen Ort zusammen. Okay. Alles klar, komm her. Wipe that stupid smug off, look off your face. And surrender to despair. Ich gebe dir 3 Sekunden Vorsprung. Wie weit kannst du wohl rennen? Und jetzt weine, schreie und flehe um dein Leben. Zeig mir die Verzweiflung in deinem Gesicht. Ja, mehr! B6, Sack. Die 3 Sekunden haben nicht wirklich geholfen. Da habe ich Mist gebaut. Nochmal. Laut. Das war doof. Gotta hide somewhere. Oh Mann, ist das schwer. Ah, da bin ich einen Schritt zu weit gegangen, sonst hätte es geklappt. Nochmal. Nein, ach. Oh,
Diese Steuerung ist einfach so Mist. Das ist echt nicht leicht. Vor allem verkrampft sich langsam meine Finger davon, wie ich das hier hatte. Ein Controller wäre vielleicht besser gewesen. Okay, jetzt habe ich es aber. Perfekt. Hä? Wo ist dieses Miststück hin? Dieser Raum? Verdammt, es ist abgeschlossen. Ich schätze, ich sollte es aufschließen. Ist es weg? Ich hoffe, es kommt nicht zurück. Ich muss schnell hier weg, bevor es mich findet. Wenn es mich fängt, dann... Der Vogel. Ich mache mir Sorgen über den Vogel. Vom Vogel ist jetzt nicht mehr viel übrig. Der Vogel, er wurde in zwei Hälften gerissen. Lass mich dir wenigstens eine angemessene Beerdigung geben. Komm her, ich kümmere mich um dich. Ist hier irgendein Ort, wo ich ihn ordentlich begraben kann? Und was mit ein bisschen Werkzeug? Ja, dafür ist das hier unten also gedacht. Okay. Für die Beerdigung wusste ich jetzt nichts. Ich sollte in der Lage sein, den armen kleinen Kumpel hier mit dieser Schaufel zu begraben. Nein. Du bist nicht mein kleines Vögelchen. Nicht so. Nicht so. Du solltest so nicht aussehen. Das ist einfach grausam. Ich werde dich wieder in Ordnung bringen, kleines Vögelchen. Da. Jetzt geht es dir schon viel besser. Ich mache mein kleines Vögelchen wieder viel besser. Oh. Okay, ja. Alles gut. Siehst du? So gut wie neu. Oh, fuck. Jetzt muss ich ihn nur noch begraben. Wenn ich das so spiele, bekomme ich wieder mega Bock, mir die Serie auf Netflix nochmal anzusehen davon. Irgendetwas ist da am Boden. Ah, come to think of it. Ich hatte das Gefühl, dass etwas aus seinem Bauch gefallen ist vorhin. Ein Schlüssel. Aus dem Vogel ist ein Schlüssel gefallen? Okay. Das ist verrückt, dass du so etwas wie das hier verschluckt hast. Die Frage ist nur, wo benutzen wir den Schlüssel? Ja, das hat kein Schlüsselloch. Okay, da komme ich scheinbar nicht rein. Heavy Shutter ist down, blocking the way. Okay. Das ist auch eine Tür. Ah. Okay, das muss man natürlich erstmal wissen. Habe ich jetzt nur so... Ist mir gerade nur so aufgefallen wegen dem Zebrastreifen, weil der das so hinführt. Okay, den Schlüssel kann ich nicht da verwenden. Gab es denn hier oben noch etwas, was ich aufschließen konnte?
Nee, hier nicht. Aber sonst gab es doch nur noch in dem Haus, in dem ich mich versteckt habe. Aber da ist Zack doch lang gegangen. Da sollten wir jetzt eigentlich nicht direkt hingehen, oder? Da gibt es hier noch irgendwas. Vielleicht irgendeine Kiste oder so. Also Elevator Passage Control Room Key. Wo ist denn? Wo soll denn das sein? Elevator Passage Control Room Key. Tür ist offen. Ich kann da jetzt durchgehen. Hat es diese Tür abgeschlossen? Diese Tür aufgeschlossen? Ja, das war Zack. Hä? Moment, wo benutze ich den Schlüssel denn jetzt? Wo ist denn der Elevator Control Room? Habe ich irgendwas verpasst? Also hier drin ist jetzt nichts mehr. Alte Matratze. Jetzt bin ich hier in dem Raum. Ah, Hatch on the floor. Ja gut, das muss man erstmal erkennen. Maybe the back left door will open from here. Ja. Okay. Muss man auch erstmal wissen, dass da eine Falltür ist. Muss man auch erstmal erkennen. So, Falltür geöffnet. Was ist das für ein Ort? Da ist ein Schalter, auf dem steht Elevator Passage Gate. Wird das die hintere Ausgangstür öffnen? Ich denke schon, press the switch. Hört sich gut an. Ich hoffe, das bedeutet, dass ich jetzt endlich aus diesem Ort verschwinden kann. Nein, kommt Zack jetzt nicht nochmal? Es ist abgeschlossen. Okay. Zack hat schon einen Plan für uns. Ich muss mich beeilen. Ja. Okay, jetzt kann ich speichern. Sehr gut. Peekaboo, hab dich endlich gefunden. Nun, ich habe die Tür abgeschlossen. Ich hätte das vorher tun sollen. Kein Vorsprung für dich dieses Mal. Ich muss abhauen. Ja. Bleib stehen! Wir sind im Aufzug. B5. Sind angekommen. Nice. Gott sei Dank, ich wurde nicht erwischt. Was ist das für ein Ding? So, je schneller ich hier rauskomme, desto besser. Der Aufzug hat angehalten.
Also muss ich jetzt einen Weg hier rausfinden. Kann ich... Ja, genau. Okay. Jetzt kann ich hier nochmal speichern am Anfang von dem Kapitel. Da würde ich sagen, dass das jetzt erstmal reicht für Angels of Death. Haben wir quasi das erste Kapitel geschafft hier, B6 Etage. Haben wir abgeschlossen. B5 Etage wird auch nochmal ganz lustig. Ich bekomme jetzt mega Bock, mir die Serie nochmal anzusehen. Okay.